In Bad Münstereifel ist Jan Koch jetzt zugeschaltet. Die Kanzlerin und Kanzlerkandidat Laschet werden in der Region sein. Nun gab es genügend Politikerbesuche bereits im Überflutungsgebiet. Warum jetzt auch noch dieser Besuch? Naja, Angela Merkel war bisher natürlich noch nicht in Nordrhein-Westfalen unterwegs und will sich als Bundeskanzlerin natürlich auch hier vor Ort ein Bild von der Situation machen, ist gemeinsam mit Ministerpräsident Laschet unterwegs. Sie sind vor kurzem angekommen in einem Stadtteil nördlich hier von der Altstadt in Bad Münstereifel, sprechen dort mit Helferinnen und Helfern, mit Bürgerinnen und Bürgern, sind gerade in einer Sammelstelle, in einer Spendensammelstelle. Ja, und die Leute, wir haben es ja gerade eben schon im Beitrag gehört, erhoffen sich jetzt vor allem nicht nur dieses Zeichen, diesen Besuch, sondern ganz konkret erstens finanzielle Hilfe und zweitens, sagen die Anwohner, mit denen wir gesprochen haben, auch, dass man auch noch mal in der Klimapolitik vielleicht nachbessern müsse, damit solche Wetterkatastrophen in den kommenden Jahren vermieden werden können. 5 Tage nach der Überflutung, wie stellt sich die Lage in Bad Münstereifel dar? Hier ist man vor allem in den letzten Tagen natürlich nur am Aufräumen. Die Leute organisieren sich vor allem untereinander selbst. Es gibt aber auch eine Sammelstelle hier hinter mir an der Altstadt, wo Menschen auch aus dem Umland hinkommen und dann von Feuerwehr, THW oder auch Katastrophenschutz Schaufel, Eimer und Handschuhe in die Hand gedrückt bekommen und dann sehr gezielt dahin geschickt werden, wo noch Aufräumbedarf ist. Letztendlich ist die ganze Altstadt ja noch verwüstet und entlang der Erft die ganze Altstadt, die malerische eigentliche Altstadt mit dem ganzen Kopfsteinpflaster aufgerissen. Hm. Es gibt noch einiges zu tun, noch vieles zu tun. Noch Wochen und Monate ist man hier beschäftigt. Jan Koch war das, aus Bad Münstereifel zugeschaltet. Vielen Dank. Sie können für die Flutopfer spenden. Bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Hochwasser. Spendenkonto ist DE 62 37 02 05, dann 6-mal die 0 und dann 10 20 30 oder online unter aktiondeutschlandhilft.de.